Hallo, 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 hallo. Für mich geht es jetzt hier gleich weiter. Für euch wahrscheinlich erst morgen, aber mal gucken. Es geht los. Wir sind hier. Womit belästigt ihr mich? Irgendwo im Nirgendwo. Gucken auf der Karte. Oh, da ist der Ort des Hinterhalts, können wir hier sehen. Da werden wir uns auch hinbewegen, weil wir ja wissen, dass da dieser Brief ist, von dem uns Ewan erzählt hat. Aber das ist schon ein ganz schöner Weg und wahrscheinlich wird es auch nicht ungefährlich. Deshalb werden wir uns erstmal jetzt Ewan selbst ansehen. Sie ist eine Diebin, hat keinerlei Rüstung, einige Heiltränke, was nicht schlecht ist, dann einen Stab mit magischen Geschossen und Schnelligkeitsöl. Das ist in Ordnung, ich benutze solche Sachen eh nicht. So viel weiß ich immer. So, aber hier haben wir mal einen Bogenschützen für uns. Den kann aber nicht wirklich im Nahkampf kämpfen. Dafür bräuchten wir erstmal noch ein paar Zusätze. Eine Nahkampfwaffe nämlich. Sie ist sehr geschickt. Nicht sehr stark. Aber das braucht sie als Bogenschütze ja auch nicht, stark zu sein. So. So, Herr, vergib uns. Machen wir uns auf den Weg. Niemals! Das ist meine Aufstellung. Gehen wir also auf den direkten Weg dahin. Und ich sagte noch gleich, ich habe eine... Upsala. Meister? Falsch, falsch, falsch. Der Meister dieser Zeit fordert euren Tod. Wie ich gerade sagen wollte, bevor uns dieser Kreischling unterbrochen hat. Aha. Ich bin der Zerstörer. Falsch, falsch, falsch. Wie ich gerade sagen wollte, ich habe schon eine feste Gruppe mir überlegt, die ich spielen werde. Eine wahrscheinlich eher böse Gruppe, da mein Charakter ja selbst von der Gesinnung her böse ist. Aber Ewan wird dennoch in dieser Gruppe sein, weil ich sie einfach... Sie ist zwar ein bisschen nervig von der vom Sprecher her, also von der Sprecherin her, aber sie ist eine ziemlich gute Diebin. Und deshalb werde ich sie behalten. Hier haben wir jetzt ein paar Sachen bekommen von unserem Toten. Postmortem quasi als Geschenke noch. Und dann gibt es hier auch direkt ein paar nützliche Sachen für uns. Darunter eine ganze Menge Geld. Verdammt. Jetzt habe ich schon wieder auf Pause gedrückt. Den können wir noch nicht identifizieren. Dafür ist unser Sagenkundewert noch nicht hoch genug. Moment, wo ist er? Da. Barden haben eben den Vorteil, dass sie recht hohe Sagenkunde haben. Und deshalb muss man nicht immer alles kostspielig bei einem Händler identifizieren lassen. Am Anfang ist es zwar noch nicht so stark, aber am Ende lohnt es sich echt. So ein Flammentanzring. Den braucht keiner von uns. Sie kriegt mal einen Dolch und eine Lederrüstung. Damit sie zumindest schon mal rudimentär geschützt ist. Aber dennoch soll sie bitte ihren Bogen benutzen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht mehr, was dieser Gürtel bringt. Ich werde hier mal schnell speichern. Und deshalb möchte ich es jetzt nicht riskieren. Ich denke, er hat eine gute Wirkung. Und da ist ein Wolf. Womit belästigt ihr mich? So. Wölfe sind recht unangenehm in diesem Spiel, zumindest am Anfang. Ah, ein kritischer Treffer. Der wird's nicht mehr lange machen. Au, das war unangenehm. Ja. Meister, er ist tot. Ist nicht so wichtig. Der höchst Wohlgeborene ist damit nicht einverstanden. So, dann werde ich hier jetzt mal schnell speichern. Wie gesagt, feste Truppe, die wird böse sein. Ich werde mich erstmal darum bemühen, sie zusammenzubekommen, diese Gruppe.
dann werden wir auch richtig mit dem Rollenspielen starten. Aber zwei Mitglieder haben wir ja schon mal. Fehlen uns nur noch vier. Keine Zeit zum Plaudern. Ja, ja. Gut, dass du genug Zeit hast, hier rumzustehen. Und ich kenne auch hier ein paar kleinere Tricks. Sind jetzt nicht wirklich... Oh. Da warten schon zwei Leute auf uns. Es sind Montaron und Xar. Zwei sehr interessante Charaktere, die ich auch gerne in der Gruppe habe. Also, ich kann jetzt schon mal so viel... Ihr seid so enervierend! Ihr stellt meine Geduld auf die Probe! Ich habe sie gerne in der Gruppe, weil sie echt lustig sind. Aber, diesmal, werden sie nicht in meiner Endtruppe sein. Ich werde sie mitnehmen, aber... Oh ja, Xa, ihr seht ziemlich mitgenommen aus. In der Tat, ich kann euch als Geste unseres guten Willen heilende Tränke anbieten, wenn ihr wollt. Ja, ich bin für jede Hilfe dankbar. Und diesen schlichten Tränken nichts zu befürchten. Ihr solltet nicht mal in meiner Schuld stehen. Ja, gewissen wie bei allen guten Leuten. Ha, ha, ha. Zum Lohn könnten wir uns nach Naschkel kommen. Ja, ja, ihr könnt fürs Erste mitkommen. Ich kann ebenso gut mit euch gehen. Ausgezeichnet. Und wir haben zwei weitere Gefährten. Montaron, ein Kämpferdieb. Und Xar, ein Nekromant. Xar ist, muss ich sagen, kein so guter Magier. Also, er geht. Ist halt gut, dass er eine höhere Geschicklichkeit hat, aber so viel macht das jetzt auch nicht. Und Mischklassen, davon halte ich sowieso nichts. Also, ich werde die nicht in mein hier drin behalten. Ich bin der Zerstörer der Welten. Kämpferdieb, wer macht sowas? So. Habt ihr mit mir gesprochen? Und stört euch irgendetwas? Das sind die beiden. Höchst Wohlgeborene ist damit nicht einverstanden. Und dann werden wir uns hier noch ein bisschen weiter umgucken. Es lohnt sich immer umzugucken. Also fast immer, nicht immer. Es gibt Gebiete, wo wirklich gar nichts ist. Haltet euch fern, ihr Schurken. Ein Eremit braucht seinen Frieden. Aha. Interessant. Nun, dann gucken wir uns hier mal noch ein bisschen weiter um. Ich weiß zufällig, dass hier noch etwas ist, was sehr, sehr wertvoll für uns ist. Wo genau, weiß ich jetzt nicht mehr, aber es ist hier irgendwo. Ich halte die Augen, oder besser gesagt, die Tabulator-Taste gedrückt. Ah, da ist es. Ich weiß nicht wirklich, ob das so als Cheaten quasi gilt, weil... Ich meine, die Sachen sind da, aber dennoch. Ein Diamant. Das ist eine ganze Menge wert. Und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt mit einem Trank oder so heilen soll. Ich mache es erstmal nicht. Du kriegst auch noch einen Trank. Und auch er hat Schnelligkeitsöl dabei. Was haben die alle mit ihrem Schnelligkeitsöl? Meister, nun, der höchst Wohlgeborene ist damit nicht einverstanden. Hier... Ich werde auch das so machen, dass ich quasi bei jedem Ort, zu dem ich komme, an allen vier Ecken rausgehe, weil es halt ich so verschiedene Gebiete erkunden kann, zumindest freischalten kann. Was ich damit meine, werdet ihr gleich sehen. So. So, jetzt habe ich hier die hohe Hecke, einen Ort, zu dem wir gleich mal hingehen würden. Der höchst Wohlgeborene ist damit nicht einverstanden. Es dauert zwar lang, aber wir kriegen da eben einen Gefährten, der recht nützlich ist. Nützlicher zumindest, meiner Meinung nach, als Khalid und Jahera. Falsch, falsch, falsch. Ja. Also auf zur hohen Hecke. Das hat jetzt 8 Stunden gedauert. Der höchst Wohlgeborene ist damit nicht einverstanden. Und ich hoffe, wir überleben hier. Gleich mal auch zu Anfang zu meiner Spielweise. Ich werde es nicht, sag ich jetzt mal, hinnehmen, wenn irgendeiner meiner Charaktere stirbt.
Also selbst wenn ich ihn dann noch wiederbeleben kann, ich werde das nicht... Oh shit. Das ist richtig, richtig kacke. Das können wir eigentlich direkt noch, noch mal neu laden. Das... Hoffentlich lohnt sich's auch. Da wird direkt genau das Richtige gesagt. Ich bin der Zerstörer der Welt. Oh, Herr, der Meister Blast. Oh, Herr, vergib uns. Höhlenbären sind richtig, niemals. Richtig mächtig. Ich hoffe einfach, ich kann ihn so lange im Kreis locken. Bis Xar und... Oh, Herr, vergib. Bis Xar und Imoen ihn getötet haben. Ja. Shit. Das ist echt scheiße. Oh. Das war unglücklich für den Bären. Ich hoffe, wir kriegen bald nochmal so einen Treffer. Das wäre zumindest schon mal ein guter Anfang. Gerade Erfahrungspunkte technisch. Ah, er hat mich gleich. What the fuck war das? Ja, man muss doch bald mal tot sein. Kommt schon. Was ist hier nur los? Du sagst es immer, Thor. Also... Es ist... hat gute Hand. Oh Herr, vergib uns. Niemals! Was war das? Achso, die Lebens... Energie hat jetzt gerade ihren Preis gefordert. Ah, da haben wir schon unseren... Das Objekt unserer Begierde, sage ich jetzt mal. Der wird auch nicht in meiner Ursprungsgruppe sein, aber es ist ein guter Anfang. Kivan, ein Waldläufer. Seid gegrüßt. In diesem Teil der Erde trifft man nicht häufig aufeinander. Wir sind Abenteuer, die bereits jegliches Übel, das uns in die Quere kommt, aus dem Weg zu räumen, zum Beispiel Höhlenbären. Und aus irgendeinem Grund geht jetzt schon wieder die Kampfmusik nicht weg. Passiert irgendwie häufiger. Recht nervig. Ich merke, mein Trachten ist dem euren ähnlich. Mein Trachten. Ja, er jagt Räuber und die haben, glaube ich, seine Frau getötet oder so. Also los, wir folgen euch, wohin ihr mal drauf führt. Okay, ich hoffe, wir werden gut miteinander zusammenarbeiten. Das hoffe ich auch. Ich werde zuerst mal ihn jetzt an die Spitze schicken, weil... Krieger, ne? Ja, er hat gleich einen Langbogen, was sehr, sehr nützlich für uns ist. Dann gebe ich ihm noch die restlichen Pfeile von ihm ein. Also die hat jetzt natürlich jetzt super Arbeit geleistet. Indem sie diesen Bären getötet hat. So. Ja, das war's eigentlich schon, was ich hier machen. Wir kommen später auf dieses Gebiet nochmal zurück. Schon etwas, jetzt mal hochleveliger. Gehen jetzt hier nochmal ein bisschen in diese Richtung. Und machen uns jetzt auf den Weg in dieses Gebiet. Das ist immer noch so. Sehr schön. Nun ja, machen wir weiter. Wie ihr wünscht. Ein bisschen speichern und dann machen wir uns auf den Weg gen Norden. Mit einer schon recht großen Gruppe eigentlich. Vor allem Kivan wird uns sehr, sehr... Oh, Goblins. Was wollt ihr? Mich kümmert's nicht. Was braucht ihr? Niemand stirbt nicht ungestraft. Ich kann die Sachen nur nicht gutheißen.
Lasst mich in Ruhe. Ja, ja. Das ist das Schlimme an Waldläufern, die sind immer gut. Wirklich öde, diese Typen. Die einzigen, die noch öder sind, sind Paladine. So, wir haben jetzt ein Kurzschwert. Damit kann jemand besser umgehen als mit dem ollen Dolch. Und ihm gebe ich auch mal einen Bogen. Kann ja nicht schaden. Der Bug nervt echt. Mich zumindest. Oh, Räuber. Was wollt ihr? Da bei jedem meinen Kopf trefft, da bist du tot oder was? Womit belästigt ihr mich? Witzbolde. Stört euch irgendetwas? Du bist ja ein komischer Kreis. Oh. Das war leicht. Nichts wird liegen gelassen. Also wenn das so weitergeht, dann muss ich glaube ich die Musik ausmachen oder irgend sowas. Das ist ja unglaublich nervig. So, wenn hier jetzt nichts noch mehr passiert, ja, nach oben geht's nach zum freundlichen Arm. Ich werde mal die Gruppen-KI ausstellen. Oh, das... Gandalf? Oder Dumbledore? Nein, natürlich ist es nicht. Es ist... das wird uns noch nicht verraten. Ich weiß es natürlich schon. Aber ihr nicht. Haha. Eigentlich, mir scheint die Zeit ziemlich davon ab, wenn ein Fremde bezüglich eines geistigen Zustands belästigt. Ja, er labert uns jetzt irgendwie von der Seite an. Sagen wir das hier. Gut, variiert, höchst adäquate Antwort. Ich werde für... Okay, wir sollen zum freundlichen Arm. Rät er uns. Nun ja. Da ich habe jetzt leider vergessen, irgendwie eine Uhr oder sowas anzumachen, deshalb weiß ich nicht, wie lange ich jetzt hier schon aufnehme. Meister? Falsch. Der Meister dieser Zeit fordert euren Tod. Meine Fresse, Kivan. Du bist vielleicht inkompetent. Spaß. So. Und deshalb werde ich es jetzt vorerst dabei belassen. Und diese Folge hier beenden. Mit einer furiosen Kampfmusik entlasse ich euch in eure Freiheit. Tschüss.